Herzlich willkommen zur neuesten Vorstellung meines Camps. Ich habe mal wieder umgebaut. Macht mir immer viel Spaß, neue Camps zu entwerfen. Und bin jetzt an einem Standort östlich von Westeck. Und wenn ihr mal meinem Blick folgt, auch wieder mit wunderschönem Ausblick in die Ebene rund um Votoga. Diesmal habe ich das Camp nicht erhöht aufgebaut, also so, dass es richtig oben im Fels ist, aber dennoch bin ich meiner Leidenschaft treu geblieben, das Camp möglichst dicht an einen Felsen ranzubauen, einmal um eben ein Stück weit bessere Verteidigungsmöglichkeiten zu haben und weil ich es auch optisch schön finde, wenn das so gebaut ist. So, gehen wir mal rein. Dadurch, dass das Camp eben dicht am Felsen ist, habe ich innen eben auch gleichzeitig statt Wände ein Stück weit Felsmassiv, was, finde ich, die Optik schön auflockert. Im hinteren Bereich hier habe ich etwas mit Schrägdächern gearbeitet, um das auch etwas aufzulockern und die Wasseraufbereiter ins Camp wieder reingestellt. Dann der Wohnbereich. Auch hier habe ich es ähnlich wie bei den anderen Camps wieder recht luftig, recht offen gestaltet, weil mir das besser gefällt und man einfach auch mit mehreren Spielern zusammen den Raum besser nutzen kann und nicht Tür auf, Tür zu in andere Räume gehen muss. Ja, ich war ganz happy, dass die Blechwände, wie ihr das hier hinten seht, zum Beispiel, obwohl Felsen ein Stück im Weg sind, noch reingesnappt sind. Da hatte ich erst ein bisschen Sorge, dass das nicht funktioniert. Das seht ihr auch hier mit den Dächern und auch zum Teil mit den Wänden, dass die dennoch eingebaut werden konnten. Auch hier das Vordach vom Generator. Ich kann mal kurz das Baumenü aufmachen. Dann seht ihr, das Budget ist zu drei Viertel ausgenutzt. Also hat alles prima funktioniert und ist noch ein bisschen Luft für das ein oder andere. Wer meine Online-ID kennt von zuvor, die habe ich jetzt mal umbenannt. Seit PlayStation Network das zulässt.
Ja, dann soll es das wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne Anregungen oder Kritik über volt76.de oder eben in der Kommentarleiste von YouTube in meinem Kanal. Herzlichen Dank.